Ja, hallo zu einem Webcast über SharePoint und die Integration von MindManager. MindManager habe ich mir vor kurzem als Tool für uns angeschaut und es macht einen ganz guten Eindruck. Und in der Testphase wollte ich dann auch wissen, wie lässt sich das denn mit SharePoint verbinden? Beispielsweise in unserem vorliegenden Fall habe ich eine Mindmap-Datei. Diese habe ich in einer Dokumentenbibliothek in SharePoint hinterlegt. Und da wird man wahrscheinlich bei sich auf mehrere Probleme stoßen. Unter anderem sieht man hier, also das Icon passt mir schon mal nicht. Der zweite Punkt ist, dass wenn ich die Mindmap-Datei, man sieht es unten in dem Tooltip, dass hier mmap steht, aber wenn ich es herunterladen will, hier, dann wird es zu einer ZIP. Sprich, ich müsste erst die Datei herunterladen als ZIP, muss sie dann umbenennen in mmap, das ist die Erweiterung von der Map, und muss dann bearbeiten und wieder hochladen und ersetzen. Das heißt, sprich, die ganze Integration, die man jetzt beispielsweise hier bei Word hätte, ich sehe das Icon, ich kann mir die Datei als richtige Word-Datei herunterladen oder ich kann sie auch direkt editieren. Ich mache das gerade mal als Beispiel vor, das sieht dann so aus beispielsweise. Ja. Und das möchte ich jetzt eben auch für Mindmap-Dateien. So, wie bekomme ich das hin? Ich habe hier mal unser Server, unser SharePoint-Server. Das erste, was ich machen will, ist, dass dieses ZIP wegfällt. Ja, das ist nämlich das Nervigste an dem Ganzen. Deswegen muss ich hierfür einen neuen Meme-Type im IIS hinterlegen. Also sprich, ihr geht auf eurem Server, wo SharePoint installiert ist. Mal gerade nochmal zu. Hier öffnet ihr euch den IIS Manager. Und hier navigiert ihr zu diesen Meme-Types. Und nun muss man eben dem Webserver sagen, dass er diese Meme-Types verstehen soll. So sieht das Ganze aus. Und wenn ich das erledigt habe, ich starte jetzt einfach noch kurz den Webserver neu, Augenblick. So, erledigt. Jetzt werde ich die Seite refreshen. Also durch diesen Eintrag teilt man einfach dem Webserver mit, dass es ein bekannter Dateityp ist. Alle unbekannten Dateitypen werden aus Sicherheitsgründen ebenso als ZIP ja, zur Verfügung gestellt vom Webserver, sodass man hier eben auf diese Problematik tritt. Und jetzt haben wir dem Webserver mitgeteilt, hey, dieser Typ ist von uns aus okay, den darfst du so freigeben. Da ist die Seite. Und wenn ich jetzt auf die Datei klicke, dann sieht man hier unten auch, wäre es eine mmap-Datei. Also genau das, was ich brauche. Damit entfällt mal die Geschichte mit der ZIP. Mit dem ZIP-Format. Und wie wir hier sehen, kann ich hier immer noch nicht, wie bei Word, die direkt in der entsprechenden Anwendung bearbeiten. Und mir fehlt noch das Icon. Jetzt machen wir als nächstes das Icon. Und dafür wechseln wir in das Verzeichnis von SharePoint. Gehen wir das Ganze mal kurz durch. Und zwar auf C, Programme, Common Files, Microsoft Shared, Web Server Extensions, 14. Die 14 ist dann eben die Versionsnummer für SharePoint. Wenn ihr jetzt also wir haben die 2010er, wenn man 2013 hat, wäre da eine höhere Zahl. Wenn man eine kleinere hat, eine niedrigere. Da müsst ihr dann eben das entsprechende auswählen. So, und dann ist das unter Template. Und nun müssen wir als erstes mal das Image hier mit reinmachen. Da empfiehlt sich im Prinzip 16x16 Pixel Auflösung als PNG. Und ich habe mir da jetzt einfach von der MindChat-Webseite das Icon geholt. Ich hoffe, das war in Ordnung. Ansonsten reicht eine Nachricht an mich, dass ich das hier nicht zu so verbreiten soll. Und ja, da füge ich das jetzt ein. Da ist die PNG, ich mache die mal ganz kurz auf. So sieht die aus. Wie gesagt, also habe ich mir gerade von der Webseite gezogen, habe mir das selber zusammengebastelt. Und nun müssen wir ein Verzeichnis zurück, also in Template.
und danach in das Verzeichnis XML. Und da gibt es die Doc-Icon-XML. Und die machen wir jetzt mal auf. Ich mache dazu gerade einen eigenen Editor auf, gerade einen Augenblick. So, hier bin ich wieder. Also ich habe mir jetzt diese Datei geöffnet. Und hier muss man jetzt einen Eintrag für die neue Extension erstellen. Da kann man sich eigentlich daran orientieren, was hier sowieso schon drin steht. Und ich habe das jetzt mal vorbereitet und füge mal das gerade kurz ein. Also hiermit sage ich, also wir sind ja in dem Abschnitt bei Extension. Und hier sage ich, für die Extension mmap, nimm diese JPEG-Datei. Und hier gibt man noch den Text an, der dann später im Kontextmenü auftauchen soll. Dann speichern wir das Ganze. Und starte nochmal den Webserver neu. So, und jetzt sehen wir hier auch schon das Icon. Und im Kontextmenü sehen wir in MindChat MindManager bearbeiten. Und voilà, haben wir unsere Mindmap. So, ich habe da mal was geändert in der Datei. Speichern wir die ab. Sehen wir, es ist immer noch ausgecheckt. Und dann gehen wir auf Einchecken. Schreiben wir einfach mal so. Aktualisieren. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ja, das hat sich vorhin nicht richtig dargestellt, sodass ich wahrscheinlich das Falsche ausgewählt hatte. Ich probiere es jetzt gerade nochmal. Ja, also das funktioniert. Habe ich gerade jetzt nochmal getestet. Funktioniert einwandfrei. Ich war kurz verwirrt durch die Uhrzeit. Das liegt daran, jetzt haben wir eigentlich 20.51 Uhr und jetzt zeigt es 18.50 Uhr an. Das ist eine andere Thematik. Das hat mich jetzt nur kurz verwirrt. Also das Editieren funktioniert, man öffnet es dann wirklich in der MindManager-Client-Anwendung, macht seine Bearbeitung, speichert das Ganze und checkt das dann wieder ein. Und das funktioniert dann auch so. Eine Problematik sei noch erwähnt, und zwar kann es sein, dass trotzdem Hinzufügen des Meme-Types SharePoint quasi das Herunterladen nicht erlaubt. Und zwar kommt es darauf an, was die SharePoint-Administratoren dazu eingetragen haben. Da geht man in die Zentraladministration, dort in Webanwendung verwalten, wählt seine Webanwendung aus und geht dann auf allgemeine Einstellungen. Und hier kommt es jetzt darauf an, was unter jetzt muss ich es ganz kurz suchen. Genau, was hier eingetragen ist, Dateiverarbeitung durch Browser. Wenn das Ganze auf streng stünde, müsste man noch eine Konfiguration vornehmen. Da es bei uns nicht auf streng steht, macht das Ganze mal nichts. Aber ich zeige es trotzdem kurz. Schau mal, ob ich das aus der Zwischenablage einfügen kann. Nein. So, jetzt geht's. Ich habe das über die PowerShell gemacht. Jetzt bin ich in der PowerShell, die nicht die SharePoint-Commandlets geladen hat. Dann machen wir das doch mal. Also wie gesagt, wer hier das Ganze nicht auf strikt stehen hat, der muss das nicht machen. Das betrifft jetzt nur noch diejenigen, die das eben so konfiguriert haben. Und zwar sind das drei Zeilen. Die schreibe ich dann auch noch in den Blog-Eintrag dazu. Und danach braucht man dann noch Web.
Update. Und jetzt funktioniert das Ganze auch. Also wer vorher das noch nicht herunterladen konnte, kann das ab jetzt spätestens tun. Wie gesagt, ist nur abhängig von dieser Einstellung hier. Genaueres findet man dann aber in der weiterführenden Literatur, die ich ans Ende des Blogeintrages setzen werde.